Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forager. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Skillpunkt. Ich hole mir jetzt die Fabrik, glaube ich. Ich glaube, die Fabrik wäre ganz cool, weil wir damit Plastik bekommen. Und Plastik finde ich toll. Plastik ist super. Nein, keine Fabrik. Zu spät. Fabrik. Ich will jetzt eine Fabrik. Ich will jetzt hier die Umwelt verpesten. Königstahl und Glas. Königstahl. Ein Königstahl können wir wohl herstellen. Ja. Königstahl und 10 Glas. Das wird lange dauern. 10 Glas herstellen. Oh, wir können schon 8 herstellen. Okay, dann. Ein bisschen Zeug abbauen. Das macht ihm mal Freude. Du brauchst dafür Bohre. Weiß ich doch nicht, was Bohre sind. Kriegen wir gleich bestimmt auf einer ganz tollen Insel. Wir müssen uns nur richtig entscheiden. Die Schaufel ist so gut. Ich hätte mich so geärgert, wenn man die ganze Zeit immer aus dem Reusen da Sand holen müsste. Auf jeden Fall. Glas herstellen. Nur 5 Stück. Wir haben so lange hier jetzt gefarmt für 5 blöde Gläser. Ach, was brauchen wir für Königskleidung? Leder. Dann stell halt Leder. Ich hab nie Leder. Das ist voll kacke. Da ist Leder. Ich sehe Leder. Ich sehe Leder auf dieser Insel. Stirb. Ich liebe dich doch immer. Ja, ich liebe dich doch auch. Nein, seid nicht so. Why are you doing this? Es tut mir leid, dass ich dich angehauen habe. Aber wer Schmerz empfinden kann, der weiß, dass er noch lebt oder so. Nein, ich töte die nicht. Also klar, die bringen mir irgendwas, aber die sind so nett. Guck, die sagen, ich bin toll und sie lieben mich. Das wäre so, als wenn ich meine Eltern töten würde. Das kann ich nicht tun. Das ist so, als wenn ich meine Eltern töten würde, nur damit ich das Erbe bekomme. So wäre das. Das kann ich nicht machen. Wir haben jetzt ein bisschen Leder, gell? Leder. Und aus dem Leder können wir Königskleidung machen. Und aus der Königskleidung können wir ein Necromonikon machen. So, warte, wir haben eine Fabrik. Was wird unsere Fabrikinsel, ist die Frage. Die ist wahrscheinlich relativ groß. Oh, geht so von der Größe her. Ich pack's einfach mal dahin. Jetzt bin ich gespannt. Was kann man Schönes mit der machen? Plastik. Achso, und das meintest du damit. Man braucht Öl und dafür braucht man diese Bohrer. Ja gut. Kann ich also gerade noch nichts machen. Plastik, Plastik, Plastik. Bombe. Zerstörer. Okay. Gut, wir brauchen eine Bohrinsel. Ist die Frage, wo man es herbekommt? Gut, dann kaufen wir nochmal Land. Was denkt ihr denn, wo so eine Bohrinsel sein könnte? Wird wahrscheinlich eine teure Insel sein, oder? So eine 5700er Insel hier oder so. Bohrer ist ein Skill. Ach, lol. Na dann geht... Oh, 21.800. What the hell? Kaufen wir das Ding hier. Alter, wohnt hier der Weihnachtsmann? Hallo? Sind die auch so nett zu mir? Hallo? Hä? Hat der mir gerade Zeug gegeben? Lull. Danke, kleines Rentier. Sorry, magisches Reh. Aber es gab 2 von dir. Ich musste einen von euch töten. Die geben einen einfach Stuff. Okay, das ist eine komische Insel. Das ist eine sehr komische Insel. Können wir hier irgendwas machen? Ne, Plastik immer noch. Ganz viel... Ach, nur Sand braucht man nur dafür. Und Käfer. Lass dann doch einfach mal ein bisschen Flaschen herstellen. Wir können hier auch mal irgendwas nutzen. Guck mal, wir können ganz viele Baumsetzlinge uns holen. Und Rübensamen. Das nutze ich hier halt wirklich alles irgendwie gar nicht. Lass mal einfach Mehl herstellen. Dann können wir zumindest Brote herstellen. Also die Farm-Action in diesem Spiel, die hat mich irgendwie noch nicht so gepackt. Ich kann mir vorstellen, dass andere einfach nur aufs Farm gehen. Machen ja auch in Minecraft voll viele. Aber da finde ich das irgendwie auch super lame. Super lahm. Weiß ich nicht, bin nicht so der Farming-Dude. Hui. Du erinnerst mich an Maudado? Das habe ich lange nicht mehr gehört. Das habe ich zu meiner Anfangszeit irgendwann mal gehört. Ich sage einfach mal danke. Früher wurde sogar mal gesagt, ich sei der Bruder von Maudado, warum auch immer. Fand ich immer ganz witzig. So, wir haben 5 Flaschen. Wir schnappen uns jetzt diese komischen roten Käfer hier. Ja gut, sorry. Das wollte ich nicht. Oh scheiße, alles explodiert hier. Ich wollte die Käfer fangen. Passiert. Alles töten, statt Käfer zu fangen. Scheiße. Es explodiert halt überall. No. I'm so sorry. Ich habe die ganze Insel kaputt gemacht. Passiert. Statt die Artenvielfalt zu retten, macht man dafür die ganze Welt kaputt. Story of my life. Story of my life. Holy shit.
Okay, so, jetzt können wir auf jeden Fall die Nomadenschaufel machen. Nein, können wir nicht, weil wir nicht genug Sand haben. Aber gleich. Das war ja eine mega Fail. Voll diese blöden Schriftrollen sind einfach mega viel wert und sind eigentlich richtig gut. Dann setze ich dich für so eine Scheiße hier ein. Naja, Leute. Passiert. Fehler wurden begangen. So, Nomadenspitzhacke. Oh, hey. Atomexplosion für Käfer ist so. Richtig dumm. Wir brauchen mehr Geld. Wie kriegt man hier in diesem Spiel... Oh, wir haben richtig viel Gold, Leute. Schaufel. Grabungsbereich vergrößert. Graben bringt immer Sand ein. Oh. Guckt euch das mal an. Alter, neuner Ding hier. Neuner Reichweite. Auch mega gut. Wenn wir jetzt hier ganz viele Münzen herstellen, dann könnten wir uns zumindest ganz viel kaufen. Und ich meine, wir kriegen so viel Geld. Wir sollten uns auch eigentlich noch mal ein paar mehr von den Dingern hier kaufen. Na gut, komm, dann bauen wir hier das ganze Wasser voll. Und dann bauen wir da einfach ganz viele von den Öfen hin und dann können wir richtig schnell produzieren. So, okay, Öfen. Ganz viele Öfen. Ofen. Ach stimmt, die bringen ja auch XP. So, jetzt stellen wir hier einfach Zeug her. Ziegel will ich nicht. Eisen finde ich gut. Gold finde ich gut. Stahl finde ich gut. Königstahl finde ich auch toll. So, guck, jetzt sind wir hier richtig in die Produktion gegangen. Wer braucht eine Fabrik, wenn man so viele Öfen hat? Wir können eigentlich mal einen Skill holen hier. Icky, wir können uns auf jeden Fall ein Schwert holen. Ich glaube, das ist ganz gut, oder? Für die Dungeons? So ein Schwert? Textilien. Stiefel und Handschuhe klingt auch gut. Blumenpresse. Oh, Bohrer. Ach hier, Küstenbohrer. Ja, das auf jeden Fall. Das ist das, oder? Mit dem Öl und so. Küstenbohrer? Müsste Öl sein. Klingt auf jeden Fall ölig. Lass mal gucken. Dann. Wir haben ja gar kein Zeug hier. Wir haben gar kein Wasser mehr übrig. Vielleicht kann das hier hin? Wie teuer wird das sein, Küstenbohrer? 5 Stahl, man braucht für jeden Scheiß einfach Stahl, das ist so doof. Wofür ist eigentlich Tierfutter da? Ich stell mal ein Tierfutter her, ich möchte mal wissen, wofür das ist. Vielleicht müssen wir den Chicken irgendwann mal Tierfutter geben und dann spawnen die einfach diese goldenen Dinger. Jetzt haben wir ein Tierfutter. Das ist ein Konsum-Item, aber ich kann es nicht konsumieren. Ah, wir können das hier den Leuten geben. Hallo, kleines Chicken. Hier, essen. Hier essen. Ah ja. Aha, man kann Tierfutter den Küken geben und dann geben sie ein Zeug. Funktioniert das jedes Mal? Dann lass das mal herstellen ein bisschen. Dann haben wir auf jeden Fall eine sehr gute Chance, dass da irgendwann mal ein goldenes Ei rauskommt. Wir haben ja auch noch so eine blaue Flasche. Donnertrank, was auch immer der macht. Aber wir bauen jetzt erstmal hier so eine Bohrinsel irgendwo hin. Ach du Scheiße, ist die groß. Ist das egal, wo man die hinstellt? Die muss man nicht nochmal irgendwie anbuddeln, oder? Die farmt jetzt einfach Öl und dann ist alles cool. Komisches Ding da drüben. Kannst du irgendwas machen? Oder braucht der Strom? Muss ich den mit Strom versorgen? Stromattacke! irgendwie macht er nichts. Ich sehe nicht, dass ich irgendwie Kohle oder Öl bekomme. Wie funktioniert das? Ah, oder bringt er das automatisch zur Fabrik? Nö. Flaschenöl. Muss ich mit den Flaschen da rangehen und das absaugen oder was? Ach so. Oh, das ist ja super lame. Da muss man ja richtig viele Flaschen herstellen. Oh nö, da habe ich ja gar keine Lust zu. Oh, Flaschen herstellen ist so nervig. Ohne Witz. Apropos Flaschen, wir haben ja 5 dieser komischen Käfer gefangen. Okay, wo sind die denn jetzt? Käfer? Hä? Ich habe doch 5 Käfer gefangen. Bin ich jetzt blöd? Was habe ich mit meinen Käfern gemacht? Leute, ich habe doch Käfer gefangen, oder nicht? Irgendwann mal. Ah, die sind wahrscheinlich in meinen Tresor reingegangen, oder? Nö. Wo sind denn meine Käfer hin? Hat irgendjemand mitbekommen, wo meine Käfer hin sind? Ich hatte 5 Gläser, ich habe 5 blöde Käfer gefangen, das weiß ich. Ja, ich habe sie erst gesprengt, aber dann auch gefangen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, gib mir ein goldenes Ei. Ja, wollen wir gleich nochmal in das Labyrinth gehen? Wir haben ja jetzt unsere 10 Leben, dann könnten wir da ein bisschen was opfern und dann ist alles cool. So, eine Flasche haben wir zumindest, dann packen wir hier schon mal
Flaschen rein. Zwei Stück, dann kann der Öl herstellen. Aus zwei Öl können wir dann wahrscheinlich aber sogar nur ein Plastik nur. Oder da kommt mehr Plastik raus. Das wäre ganz schön. Und dann gehen wir jetzt nochmal in das Labyrinth und freuen uns einen Ast ab. Oh, guck mal, hier sind jetzt andere Sachen. Steige sofort. Guck mal, das ist schon wieder Wahnsinn. Ich habe das Spiel, glaube ich, ausgetrickst. Man kann das mitnehmen, speichern und rausgehen. Man behält dann seine Leben. Na egal, machen wir einfach mal nicht. Aber wir haben drei Leben. Untergang, dämonische Schriftrollen, finde ich auch immer ganz schön. Ja, danke schön. Schwierige Gegner, von mir aus. Okay, das ging einfacher als beim letzten Mal. Diese dämonischen Schriftrollen sind mega krass, auch wenn die viel zu laut sind. Viel zu laut. So, ein Leben bin ich noch bereit zu opfern. Erhalte ein paar Tränke. Nö. Erhalte etwas Nahrung. Finde ich beides kacke. Nehmen wir die Nahrung. Yay. Sechs Leben sollte man aber schon behalten, oder? Oder soll ich nochmal? Vier Minimum. Ja, einmal können wir noch, oder? Ah, das macht voll süchtig. Nochmal Wahnsinn. Ja, nochmal drei Level. Okay, ich glaube, das hat sich gelohnt. Kostet jedes Mal ein Leben, aber passt schon, Leute. Aber ich glaube, diese blauen Dinger, die ein Leben immer geben, die sind auch begrenzt. Also so häufig sollte man das nicht machen. Aber ich glaube, mit fünf Leben ist man ganz gut dabei. Das meiste, was man bisher einen Gegner abgezogen hat, waren, glaube ich, zwei Leben auf einmal. Also kann man jetzt zweimal getroffen werden und dann stirbt man erst. Und selbst wenn man stirbt, das ist ja halt gar nicht schlimm, weil gibt ja kein Permadeath. Da passiert ja einfach nichts. So, da sind wir wieder draußen. Hier warten schon unsere ganzen Fans draußen. Die wussten, dass wir in dem Hotel drin sind. Haben auf uns gelauert. Alles klärchen. So, hier können wir auf jeden Fall Sachen produzieren. Eisenbarren haben wir. Goldbarren haben wir. Das finde ich ganz cool, dass wir hier die ganzen Öfen haben. Da packen wir nochmal einen Ofen hin. Das finde ich mega gut. Vor allem, die kosten einfach nur Stein. Packen jetzt einfach alles mit Öfen voll. Wir machen unseren eigenen Dungeon. Unser eigenes Labyrinth stellen wir jetzt hier hin. So, Goldbarren. Ich glaube, so viel kann ich niemals produzieren, aber YOLO. Jetzt wird hier produziert. Geil. Bin für Handschuhe. Ja, wir können, glaube ich, alles Mögliche freischalten. Wir haben sechs Level, Leute. Na gut, wenn ihr Handschuhe wollt, dann holen wir uns die Handschuhe. Klang. Ja, guck mal, hier oben sind wir nämlich schon fertig. Schwerter finde ich noch ganz interessant. Schatzkammer. Münzen um 50% schneller. Mega gut. Auf jeden Fall. Multiplayer fände ich auch richtig interessant. Logistik. Leuchttürme haben doppelte, bla bla. Bergbaulaser haben doppelten Wirkungsbereich. Mega gut. Hole ich mir auf jeden Fall. Ballisten haben doppelte. Ballisten, was auch immer Ballisten sind. Oh ja, oben rechts ist gut. Kolonisierung. Landkauf ist 30% günstiger. Auch gut. Gebäude haben doppelte LP. Mega unnötig. Als ob ich die so oft abbaue. Lebenspunkt. Gebäude kosten 25% weniger. Tresore haben mehr Inventarslots. Oh, auch ganz schön. Reduziert alle Münzkosten um 50%. Nö, nö. Vorrat, nö. Wir können auch mal in diesen Alchemie-Krams hier reingehen. Glaube, schaltet Schreine frei. Klingt auch interessant. Feilschen? Na gut. Feilschen. Oh, hier ist die Slotmaschine. Spielautomaten. Eins haben wir noch, Leute. Was wollen wir uns noch? Tresor. Ihr seid alle für Tresore. Dann das. Die Mehrheit hat gesprochen. Oh, guck mal, ein Knochenschwert. Stellen wir auf jeden Fall her. Flaschen, neun Flaschen. Geht ja doch schneller als gedacht. 12 Flaschen nochmal. Ah, hier ist alles viel zu laut auf der Overworld. Aua. Das tut dir den Ohren weh. Aua. Vor allem, wenn das hier alles immer... Aua. Gleichzeitig passiert. Meine Aua, meine Ohren. Wir haben ein Knochenschwert. Füg Gegner 50% mehr Schaden zu. Okay. Oh, Handschuhe. Dafür brauchen wir Fäden. Das können wir machen. Alter. Okay, die Urwe nervt mich hier gerade mega. Aua. Mach den Blitztrunk. Okay, dann soll ich hier einfach einmal rumlaufen, ja? Okay, dann haben wir zumindest Platz. Blitztrunk. Donnergott. Pau, 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 pau. Alles töten. Okay, der ist gar nicht mal so stark. Okay, ich hätte gedacht, der ist stärker. Gut, dann laufen wir einfach mal alles ab. Angriffstempo und 20% erhöht. Ja, nice. Lohnt sich auch.
funktioniert der Blitztrunk in dem einen Dungeon mit den allen Säulen? Achso, in dem. Ah! Ob der die alle. Nee, ich kann da gar nicht reingehen. Ich glaube, weil ich ihn jetzt schon abgeschlossen habe und da drinnen gab es da sowieso nichts mehr. Stimmt, das wäre interessant gewesen, wenn er da dann alles aktiviert. Nee, das goldene Ei habe ich noch nicht, Bocky. Leider. Obwohl ich habe diese ganzen Chicken schon voll viel gefüttert, aber die lassen nie was fallen. Hier, die lassen immer nur ihre blöden Eier fallen. Wo man nicht mal reinkommt, weil die doof sind. Aber man kann die jederzeit finden. Man muss gar nicht zu einem anderen Ei gehen. Das ist ja übelst interessant. Dann merken wir jetzt das arme Chicken, ey. Das läuft schon vor uns weg. Nein, ich will nicht so viele Eier spawnen hier. Aber ich finde einfach kein goldenes Ei. Super lame. Okay, du willst die 7500er Insel? Sollst du haben. Ich habe gar keine 7000er 500er Insel. Nö, habe ich nicht. Ich sehe keine. Ach so, die sind jetzt günstiger geworden, deswegen. Wir könnten uns 2000er, 3000er Inseln holen. Das sieht wie zwei Rätsel aus. Na, 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 na. Oh, ich glaube, hier, wenn wir das Ding da abbauen, diesen großen Stein, dann kriegen wir, glaube ich, noch eine Errungenschaft. Das machen wir als erstes. Ich finde schön, wie dieser eine Laser hier oben einfach bis da unten schießt. Holy crap. Ah, hier sind auch die, guck mal. Oh, ah, was, diese Gegner? Hilfe, Moment. Ey, ich war nicht vorbereitet auf Gegner. Das sind ja einfach Gegner. Aber hier kriegt man richtig viele Sachen. Richtig viele Erze. Da sind Bienen, genau, das ist mir auch gerade aufgefallen. Bienchen, ja. Das ist eine Todesmotte. Alles klar. Das sind keine Bienen, das sind Todesmotten. Weiß man doch, dass das Todesmotten sind. Ah, cool, ich greife jetzt schneller an wegen den Handschuhen. Das ist ja mega praktisch. Okay, was sind das für Dinger hier? What? Okay, was habe ich getan? Was ist geschehen? Die großen Steine bringen schön viel, habe ich mir gedacht. Die Handschuhe sind ja dann mega gut. Ja, du hast gesagt, dass man damit schneller angreift, aber ich dachte, das ist nur für das Schwert und nicht für die Spitzhacke hier. Und hier gibt es bestimmt auch noch eine. Ah, das ist ein Rätsel. Alle Umliegenden werden runtergedrückt. Okay, das ist ja super easy. Was ist da für ein Viech? Ach, ein Schaf. Okay, alle Umliegenden werden immer runtergedrückt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall an den Seiten. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ja. Nice, du! Ich kann es nicht öffnen. Ah, muss ich die. Ich muss sie auf jeden Fall löschen. Zählt das schon als Löschen? Ja, zählt das Löschen. Lol. Okay, ja, nice. Also zumindest ein bisschen Geld. Jetzt auch nicht so viel. Da haben wir noch eine Fee. Hallo, kleine Fee. Schön. Und wieder ein Zeichen der Bewährung. Nur ein einziges? Das ist ja super lame. Aber so langsam finde ich das Spiel auch mega cool. Umso mehr man hier machen kann, umso cooler finde ich es. Dann ist nicht immer so eine Idle-Time. Sondern man kann zu jeder Zeit irgendwas machen. Es ist immer irgendwas zu tun. Das finde ich auch so cool an Anno immer. Da kann man immer irgendwas verbessern, immer irgendwas packen. Bessere Handschuhe. Ja, das ist auch eine Idee. Die werden auch nicht so teuer sein, oder? Nachtschatten? Einen Nachtschatten brauchen wir noch dafür. Metallstiefel können wir auf jeden Fall noch machen. Okay, das Schwert lohnt sich auf jeden Fall auch. Aber so langsam wird mir die Overworld auch wirklich zu laut, wenn die hier alles Mögliche abbauen. Das geht ganz schön auf die Ohren. Ich weiß nicht, wie es im Stream ist, ob das bei euch auch zu laut ist. Die Dinger müssen wahrscheinlich einfach nur angemacht werden. Ja. Easy peasy, wir haben keinen Schlüssel. Okay, wir brauchen einen Schlüssel und wir brauchen aber auf jeden Fall noch einen dieser Nachtschattengewächse. Wieso sind die hier nirgendwo? Die Lautstärke ist grenzwertig. Ich kann sie auch ein bisschen runterstellen, so ist es nicht. Kann ich nicht. Warte, was? Doch, der Sound. Stellen wir das ein bisschen runter. Weil es ja in der Overworld wirklich schon arg laut ist. Und ein Schlüssel. Ja, ich mache hier viel zu viel auf einmal. Danke für den Hinweis. Ich springe immer von einem Ding zum nächsten und muss das eigentlich gar nicht machen. Okay, warte, erstmal Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Und ich habe schon wieder vergessen, was ich eben machen wollte. Keine Ahnung. Okay, wir machen einen Schlüssel. So, Schlüssel, hier haben wir nämlich noch eine Truhe irgendwo unten. Hast vollkommen recht. Das ist noch so ein. Ah, und wir hatten auch noch mehrere von diesen blauen Dingern. Die können wir auch alle nochmal einsetzen. Also mindestens zwei davon haben wir, ja.
Meine Güte. Ja, wir gehen auf jeden Fall auf Leben, weil wir so gar keine Leben mehr haben. Immer alles auf Leben, YOLO. Okay, aber wir haben jetzt ein bisschen Gold, um irgendwas zu kaufen. Hoffe ich doch. Hier oben könnten wir was holen. Wo einfach nicht angezeigt wird. Lol, da über geht's noch weiter. Okay. Noch eine Eisinsel mit irgendwas Komischem drauf. Mehr können wir uns nicht leisten. So, was haben wir hier? Nur in der Dunkelheit leuchtende Blumen weckt die schlafende Prinzessin. Aha, das ist sehr kryptisch. Wahrscheinlich das Ding hier. Okay, das war ja super easy. Lol. Was eine einfache Insel. Oh mein Gott. Okay, dankeschön. Und jetzt ist diese Insel auch wieder unnötig. Tolle Sache. Schöne Insel. Muss man ja so sagen. Ganz tolle Insel. Stirb. Yay, 15 Rüben. Und jetzt juckt es die einfach nicht mehr. Okay, komm, wir töten jetzt die ganzen kleinen Rüben. Die kleinen Rüben sind sowieso nicht nett zu mir. Die sagen nichts Nettes. Der Einzige, der nett zu uns ist, das ist unser Ende. Ist sowieso er hier. Ach, du bist toll und wir lieben dich. Ich habe gerade all deine Kinder getötet. Aber er liebt mich trotzdem. Das ist wahre Freundschaft oder so. Und ja, da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Waren wieder recht viele da. Danke auch fürs Schreiben. Ihr schreibt richtig viel hier in den Streams auf YouTube. Bei Twitch war das ganz anders. Die YouTube-Menschen sind schon cooler als die Twitch-Menschen. Muss man ja so sagen. Ja, dann danke fürs dabei sein. Ich esse jetzt was. Einen schönen Abend und was weiß ich. Ist auch schon 9 Uhr, what the hell. Danke fürs Mod sein, Nicole. Und warte, jetzt kommt hier noch ein cooler, wie geht das? Coole Endcredits. Ich hoffe, die funktionieren. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yeah.